Ja, warum hast du das Fetzen gekauft? Bounsly, das beste Pokémon der Welt. Warum machst du das Fenster nicht auf? Ich bin hier am Stream und du flackst da auf der Couch. Hey, du musst nur einen Schritt gehen. Ja, du musst nur drei Schritte gehen. Ich bin fett. Für dich sind drei Schritte so viel wie für mich ein halber. Ach so, Bounsly ist dieser, der Mobile. Ach so. Ich hätte so Bock, Parrythale zu gucken, Maxi. Aber das wird nicht gehen. Ich werde jetzt wirklich nicht mehr so lang streamen. Ich bin echt auch. Nee, ich verreck jetzt dann. In der Hitze. Dann will ich Pokémon. Nee, das war nur ein, das klang vielleicht so enttäuscht, aber ich dachte, das war eher so, ach so, ja, das ist ja das Lieblings-Pokémon von Pachi. Das war der Gedanke, weißt du, so. Das war nur so, ich war quasi enttäuscht von mir, dass ich nicht wusste, was das, darum ging's. So wie Amang, ich bin so dumm, natürlich. So. Das hat sich jetzt auch wie Sarkasmus angehört, aber das ist mein Ernst. Gut, was ist das? Königsidol. Was ist das? Ist das ein Mutanten-Pepe? Zockst du eigentlich immer noch Elden Ring, Steffi? Ich meine, jetzt nachdem du so viele Points verloren hast. Was geht bei dir eigentlich gerade? Pachi, zockst du noch Diablo gerade, oder? Pachi, bist du ein Mensch? Ja, ich glaube schon, dass der Pachi ein Mensch ist. Kannst du ohne Decke schlafen? Oder bist du ein Mensch, brauchst du unbedingt eine Decke? Elden Ring ist auch so cool. Also gut, ja, stimmt auf jeden Fall. Also Syl, ich glaube, du bist hier ganz richtig. Natürlich ist hier richtig. Ich spiele ja auch ab und zu Elden Ring. Mit Elden Ring, Monster Hunter Content gibt's hier und jetzt momentan halt viel Hollow Knight. Beziehungsweise mein Hollow Knight Content ist momentan eher Just Chatting irgendwie. Schläfst du dann nur mit so einem Bettbezug, Pachi, oder schläfst du wirklich mit so nur ein Stück Decke? Wir könnten aber auch mal einen Bettbezug nur machen, weil wenn. Hey, ich kann das. Ich meine, wir, mit mir, wir meine ich natürlich mich. Seh ich jetzt als Mensch. Also ich weiß es nicht. Also ich kann auch nicht richtig. Ich brauche auch Decke. Und wenn ich sie nur irgendwie umarme oder so. Cornifer, was geht ab? Skedoodle, daddle, skedoodle, du. Was? Ja, du erzählst immer das Gleiche, oder? Nee, scheiße. Thermodecke, die im Sommer hält, kalt hält und im Winter warm hält. Flex. Lucky Boy. Ich habe eine kleine Karte von dieser Gegend angefertigt. Sie ist sehr einfach und muss eigentlich noch fertig gezeichnet werden. Ein Gebiet nicht vollständig erkundet zu haben, kann sehr frustrierend sein. Boah, die ist aber ganz schön teuer. Steffi und Sui, könnt ihr ohne Decke schlafen? Oder braucht ihr auch eine Decke? Du bist jemand, der anscheinend immer eine Decke braucht, oder Maxi? Yes. Natürlich. Die Maxi braucht immer eine Decke, ja. Ich habe früher erzählt, dass jetzt was sehr Privates abgefahren ist. Moment. Was? Früher habe ich immer, also... Nein. Ich muss kurz erst überprüfen, ob sie jetzt irgendwas erzählt, was wieder nicht okay ist oder so. Einen Moment. Okay. Okay, also ich schlafe immer mit Decke. Aber früher, also ganz früher, jetzt, als schon 10 Jahre her. Das ist nicht 10 Jahre her. Das ist ja okay, jetzt ist 9 Jahre her. Auch nicht. 8. Auch nicht. 6 vielleicht. Na, doch. Das hast du hier teilweise auch noch gemacht. Da habe ich immer meinen Kopf
unter das Kopfkissen gemacht. Und der Doc musste dann immer überprüfen, ob ich noch atme, weil ich einfach teilweise keine Luft bekommen habe, wenn ich geschlafen habe. Die hat aber mit dem Kopf unter dem Kopfkissen geschlafen, wie so eine Irre. Ja, ja, und hab das dann so zugehalten, also an der Seite dann so zugehalten. Ja. Ich war auch mal so ein Mensch, ich habe so richtig viele Kissen zum Einschlafen gebraucht, ne? So ringsherum. Und jetzt werde ich kirre, wenn mehr als ein Kissen meinen Kopf berührt. Also ich habe hier so zwei halbe Kissen, das geht noch auf der Couch. Aber oben im Bett darf nur ein Kissen sein. Und manchmal, wenn ich ganz fancy bin und mir einbilde, meine Rückenschmerzen kommen vom Kissen, dann lege ich das Kissen auch komplett weg. Weil ich mal gehört habe, dass es gut ist, ein ohne Spermium Kissen zu schlafen. Ich bin Gore. Verbeuge dich. Verbeuge dich vor Gore. Das habe ich früher bei Gewitter gemacht und ich schlafe auch. Mit fünf Kissen. Ohne Kissen kann ich zum Beispiel gar nicht schlafen. Ist auch voll krass, also ich beneide das übel, weil eigentlich ist ohne Kissen schlafen übel gesund. Aber ich sitze fast, wenn ich schlafe. Ja, du brauchst auch viele Kissen. Ja. Ich habe das früher auch gebraucht, aber ich habe mir das abtrainiert. Aber ich schlafe jetzt mit einem Kissen und relativ flach aber auch. Ich wollte ja immer, ach, das würde ich mir eigentlich so gerne zulegen, aber ich bin mir da so unsicher, was es da für gute gibt und wie viel Geld man dafür in die Hand nehmen muss. Ihr kennt doch diese Kissen, die sich eurer Form im Nacken anpassen. Ja, Memory Form. Also, Memory Form. Genau, diese Memory Form Kissen. Da hätte ich ja richtig Bock drauf, ne? Ich habe auch mal auf eins geschlafen, das war echt gut. Ich weiß aber A nicht, wie gesund das ist, also ob das auf Dauer gesund ist. Und die sind ja auch, also es gibt ja auch wahnsinnige Preisunterschiede von günstig bis teuer und ich weiß halt nicht, wie viel Geld man dafür in die Hand nehmen muss. Boah, wir wünschen dir viel Glück. Das machst du gut bis jetzt. Und jetzt kann ich rein, weil du das wieder gemacht hast, Maxi. Das wird wahrscheinlich nicht so schwer gewesen sein. Hat irgendjemand gesehen, dass ich den First Try habe? Ja. Kann kein Clipper stellen. Nee, mach nochmal. Nein. Ich bin Gorb, der Denker. Der große Denker. Der große Denker, dieser Schmerz. Steig auf. Ich bin. Ach gut, ich habe die Aufnahme laufen gehabt einfach. Dann ist jetzt mal Linie dran. Nö. Das dauert noch ein bisschen. Brauche ich erstmal wieder Bock auf Elden Ring. Und dann, die wird dann ge 700 tried. Nee, für die werde ich wahrscheinlich zu lange brauchen. Weil ich immer so schnell aus der Übung bin. Ich habe auch so Bock auf Neo zur Zeit. Ich habe gerade so Bock auf so viele Spiele. Und ich will sie alle nicht spielen, weil ich sie im Stream spielen würde gerne. Das mit dem Schlafen ist sowieso total crazy. Je nach Gewohnheit gewöhnt sich ja auch dein Rücken daran. Ne? Die Japaner schlafen ja auch nur so dünn Futon. Und die können zum Beispiel richtig hart, also auf harten Matratzen oder auf dem Boden sogar schlafen im Endeffekt. Ne? Und wenn du aber ein weiches Bett gewohnt bist, ne, du wirst sterben, wenn du auf so einem dünnen Futon schlafen müsstest. Ja, wir wollen eigentlich auch eine harte Matratze, weil ich fett bin und das hilft. Und dann schläft man besser. Das Problem ist nur, dass harte Matratze für die Maxi nicht so gut ist. Nee, ich krieg schnell Rückenaua. Alter, hör mir auf. Jedes Mal, wenn ich in Vietnam zu Besuch war. Ja, das stimmt. Das stimmt, Steffi. Meine Matratze war einfach eine Bambusmatte. Aber hast Rückenschmerzen davon bekommen, oder? Ja, das stimmt. Gewohnheiten machen unendlich viel aus. Ja, da muss ich zustimmen. Also, kurz, hey. Hey Sue, jetzt muss ich dir was erzählen, ne? Genau, so diese Bambusdinger, die man so sieht.
Alter Teffi, du bist so ein Rassist, Mann. Schon mal blaue Flecken vom Schlafen gehabt. Ja. Konntest du nicht fragen, ob du irgendwie eine kleine Matratze kriegst oder so? Oha, das ist ja voll hart. Die Maxi, also ich hatte schon oft blaue Flecken vom Schlafen, weil die Maxi und ich, wir lieben uns sehr, sehr innig und haben deswegen eine sehr kleine Matratze und schlafen eigentlich immer so. Also wir sind eines der wenigen Paare, die eigentlich noch zusammen schlafen, so richtig. Wir haben keine kleine Matratze, das Ja, ist doch, völlig die ist normal. 1,40. Ja, Das das ist eine ist kleine Matratze. normal. Das ist eine kleine Matratze. Ich glaube, für uns ist 1,60 Nein, die ist inzwischen. 1,40. Und Aber wisst ihr, was ist scheißegal, ob die 1,40 oder 1,60 ist? Der Doc hat nämlich eine Angewohnheit, ne? Und ich schwöre euch, ne? Ihr wisst ja, Hälfte, Hälfte. Okay, er braucht ein bisschen mehr, er wiegt ja ein bisschen mehr, ist okay. 60% maximal eigentlich, ne? 60%. Ich quetsche mich bis zum Rand, ne? Ich schlafe an der Wandseite. Ich kann nicht weiter rutschen, okay, ne? Und der Doc, wenn der einschläft, ne, rückt er immer so nah, dass ich original nicht mehr liegen kann auf dem Rücken. Ich muss seitwärts schlafen, weil der Doc keinen Platz macht, ne? Und dann nehme ich meinen Fettarsch. wisst ihr, was das Witzige daran ist? Was soll sie tun? Dann nehme ich meinen Fettarsch, ne? Und versuche Anschwung zu nehmen und ihn da wegzudrücken, ne? Dass ich wenigstens so eine kleine Wölbung habe im Rücken, ne? Aber manchmal ist schon hart, ne? Manchmal ist schon hart. Manchmal würde ich gerne auf dem Rücken liegen und dann muss ich auch ein bisschen rumbrummeln, ne? Manchmal so. Hast du was Ekliges sehen? Nein, ich möchte den Käfer nicht sehen. Woher weißt du, dass es Käfer ist? Hast du ihn schon gesehen? Hallo Käfer. Geh da drauf. Hallo Käfer. Aber wisst ihr, wenn der Doc und ich schlafen gehen, ne? Und also ich schlafe ja immer vor dem Doc, ne? Und ich bin dann abends eher verschmust, also abends kurz bevor ich einschlafe, ne? Aber wenn ich schlafe, will ich nicht angefasst werden im Prinzip, ne? Und wenn ich dann den Doc kuscheln will im Sommer, ne? Und ihn überhaupt nur anfasse, nee, du bist zu heiß. So ein typisches, ne? Trick. So, du bist zu heiß, so, ich will jetzt nicht Das kuscheln, Problem ne? ist, dass die Maxi unglaublich fett ist. Und wenn ich mich dann Bafanada. ankuschle, nee, wenn ich dann schlafen gehe und er sich dann ankuschelt, hält er mich so fest, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. That's the truth. Nein, Doch. Patti, fett und haarig. Fett und haarig. Also zwei Sachen. Thomas Gio. Mir ist so warm. Mir ist so warm. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hat der Zeffi ja immer sehr erholsame Urlaube in Vietnam. Ja, ach genau, blaue Flecken. Die Maxi tritt nach mir im Schlaf. Ja. Klima Die ist müsste nicht ich hier. holen, das ist das Problem. Oh mein Gott, es hat es nicht aufgenommen. Entschuldigung nochmal. Ich mach's ein bisschen leiser. Oh, wieso nimmst du dich auf? Weil mein Mikrofon so eingestellt ist, dass es diese ekelhaften, hochfrequenten Töne nicht annimmt. Oh Gott, jetzt muss ich es ganz niedrigfrequent machen. Nee. Niton! Ich muss das sehr niedrig machen. Aber es Sie war müssen es eigentlich ja sehr. niedrig machen. Niton! Niton! Skedaddle, wie geht's dir? Hello, wir haben heute schon an dich gedacht und uns gefragt, wo du warst, weil wir wussten nicht, wo lang. Und du hast uns gefehlt. Wie war dein Tag? Niton! War dein Tag gut? Oh, jetzt kommt hier gerade kühle Luft rein. Geil. Sui, warte. Warst du schon im Urlaub irgendwo im Ausland?
wieder auf der Couch chillen, hab kurz reingeschaut, hab nur gesehen, dass du seit einer Stunde an derselben Stelle wie gestern warst. Ja, wir haben ein bisschen viel gelabert. Und mit mir meine ich mich. Und mit mich meine ich Maxi und mich. Ich weiß, wie ein Teil von Kinex Wohnung aussieht. Niton. Hat richtig coolen Stuff. Ich muss jetzt hier hoch. Ich auch. Ach, ihr kennt euch persönlich, gell? Persönlich, das ist ja ekelhaft. Ich weiß, wie Kinex aussieht. Ich weiß auch, wie Kinex aussieht. Ich weiß es, glaube ich, auch. Ich war so ein schlanker Dude, ne? Nee. Nee, okay, ich weiß es nicht. Malediven war so der besondere. Ist das besonders der, die Malediven fährt? Oh, krass. Du hast aber Kinex auch schon gesehen. Ich weiß nur, wie Doc aussieht. Nicht mal ich weiß, wie Doc aussieht. Ich kenne Doc nackt. Los nämlich. Das wisst ihr nämlich alle nicht. Malediven. Das war bestimmt schön. Der sieht aus wie jemand, der nach dem Ausweis an der Kasse gefragt wird, wenn er Alkohol kauft. Stimmt, finde ich auch, ja. Da, Kinex, da können wir uns zusammentun. Weil ich ja ein kleiner, fetter Hobbit bin, die denken auch immer, ich bin minderjährig. Wo waren wir im Urlaub? Wir waren letztes Jahr. Willst du mal raten, wo wir letztes Jahr waren? Ich gebe dir einen Tipp, es ist ein Nachbarland. Aber du hast nur zwei Versuche. Also Kinex sieht auf jeden Fall sehr jung aus. Hey Kinex, wie alt bist du denn? Ich weiß nicht, aber der Kinex schaut schon jung aus. Du bist auf jeden Fall über 18, ne? Ja, denke ich auch. 24. So, ja. Noch knackige 24 und blond. Du hast auf jeden Fall cool, blond bist du, ne? Das ist halt meist kontraproduktiv. Mach dir nichts draus. Dann wirst du nicht so schnell alt. Österreich oder Frankreich? Nein. Also ja, Frankreich waren wir auch schon, aber das war nicht der. Ja, in Frankreich waren wir an meinem Geburtstag circa vor 3 oder 4 Jahren. Und wir waren in Italien. Oh, am Mittelmeer. Meine Güte, war es da schön. Ja, Scheiß zusammenlaufen, Niton. Ich bin. Leider, dass du nicht da bist, bin ich eigentlich nicht. Doch, ich bin vorangekommen. Es ist irgendwas passiert. Ich hab das hier. Warst du schon in Italien, Sui? Virgin, ich weiß ganz genau, wie du aussiehst. Also, ich weiß zwar nicht deine Augenfarbe, weil du hattest eine Sonnenbrille an, aber ich weiß ganz genau, wie du aussiehst. Ja, das weiß der Virgin, dass du weißt, wie er aussieht. Ich habe dich studiert. Also, nein, der Plan ist gerade, warst du nochmal gestern an der Stelle, wo ich runtergefallen bist, wo du nicht rüberkamst? Ja, da habe ich das hier geholt. Wo warst du in Italien? Ich wollte jetzt, ins Tiefennest nochmal. Hier lang. Kroatien und Ungarn auch schon. Ja, krass. Nee, das war bei den Dornen. Hast du irgendwas geholt? Hä, wo dann? Ach so! Stimmt, da war ja auch was. Irgendwo war denn das? Wo war denn das? Gestern Abend wurde runtergedroppt, das ist eine Ruhestätte vom Crystal Peak. Genau, und ich schau gerade, wo das ist. Ah, ach so. Aber warst du in Venedig? Weißt du das noch? Was war die Frage, Maxi? Ich hab nur so... Urlaub. Ja, also... Sie bringt gerade alle, wo sie im Urlaub waren. Warst du schon, Niton? Und viel wichtiger, was hast du heute schon gegessen, Niton? Nee, Venedig war ich nicht. Kann ich dir sehr empfehlen. Die Leute sagen, es stinkt dort, aber es gibt deutsche